Ich grüße euch, liebe Geschwister im Glauben und alle Freunde darüber hinaus. Heute wieder mal Gebetserhörungen und Taten in Elohim. Die Wiederholung. Vor 11 Monaten mittlerweile und 22 Tagen habe ich uns an einen Geist und Seele angepassten sterblichen Körper beten. Ich habe Gott, dem himmlischen Vater, gebeten, dass wir einen Geist und Seele angepassten und sterblichen Körper bekommen, und der Heilige Geist war derjenige in der Funktion, der uns verwandelt hat in solche Körper. Das bedeutet, wenn du ein Herzversagen hast, bekommst du ein neues Herz. Wenn du ein Lungenversagen hast, bekommst du eine neue Lunge. Das ist speziell für Raucher sehr praktisch. Oder wenn du ein angeschlagenes Organ hast, dann heilt es schneller und es wird wieder gesund. Wie schön ist das nicht? Ist das nicht wunderschön? Das ist genial. Ja, die ABC-Waffen und Kriegsmaschinerie wurde durchs Gebet unwirksam gemacht und durch eine Gebetskette von Michael Nevarana, Rani, Leutnant Hindenberger und meiner Wenigkeit, Manager of City, wurden ABC-Waffen, Kriegsmaschinerie und also von der Erde hinweggenommen und werden weiterhin von der Erde weggenommen. Also die ABC-Waffen sind schon komplett weggenommen worden, aber die Kriegsmaschinerie wie Panzer und Artilleriegeschütze und Raketenwerfer und solche Sachen nimmt Gott der Vater mit seiner allmächtigen Macht von der Erde hinweg, damit wir ein Planet sind im Universum, der für Frieden und Liebe geschaffen ist. Ja. Ich habe bei Gott, dem himmlischen Vater, erbeten, dass Krebs, Karies, Rheuma, Syphilis, AIDS, Leber, Pilzerkrankungen, Erkrankungen, Arthritis, Adipositas, Alzheimer, Gastritis, Epilepsie, Schlaganfälle, Parkinson, Bindehautentzündung, Grippevirus, Hepatitis A, B, C, Gehirnentzündung, Magen-Darm-Virus, Alzheimer, Gedächtnisverlust, Herpes, Asthma, Muskelschwund, Knochenschwund, Asperger-Syndrom, Kolibakterien weggebeten, Augenkrankheiten weggebeten und Nierensteine weggebeten. Erdbeben, Blizzards und Tornados und Hurricanes wurden weniger. Ich habe in den folgenden Videos gesagt, dass es keine Tornados mehr gibt. Da hat Gott der Vater seine Meinung geändert und hat in Amerika ein paar Tornados fliegen lassen, damit die Menschen Ehrfurcht haben von der Natur. Den Heiligen Geist habe ich auf viele Dschihadisten herabgebeten, damit sie gläubig geworden sind in Yahweh. Über 760 Dschihadisten habe ich zum Glauben gebracht dadurch, dass ich die heiligen Engel herabgebeten habe, auf sie den Heiligen Geist herabgebeten habe, auf sie bei Gott, dem himmlischen Vater, dass ich der Schadonai, dem Herrn, dass sich der offenbart hat, und so wurden sie zum Glauben gebracht. Von der ehemaligen Boko Haram, von der ehemaligen Al-Nusra Front, von der ehemaligen Ahmadiyya-Bewegung, von der ehemaligen Al-Shabaab-Miliz, von der ehemaligen Hamas, von der ehemaligen Hisbollah, von der ehemaligen Al-Qaida, von der ehemaligen Muslimbruderschaft, von den ehemaligen Taliban und vom ehemaligen IS. Von denen habe ich Dank bekommen, dass ich sie mit Hilfe der heiligen Engel aus der Täuschung des Islams herausgeholt habe. Am öftersten habe ich mir von Gott, dem himmlischen Vater, erbeten, dass sein Sohn ihnen erscheint. Weiters habe ich erbeten, dass Rohstoffe verdreifacht werden für die komplette gesamte Erde, für alle Menschen. Andere Beter haben es auch erbeten, dass die Rohstoffe vermehrt werden, und sie sind nun verdreißigfacht worden ungefähr. Ich habe erbeten, dass die Ozonschicht in den ursprünglichen Zustand zurückkommt, damit den Klimawandel gestoppt. Ja, die Ozonschicht ist in den ursprünglichen Zustand zurückerbeten worden. So einfach geht es im Gebet. Und dann habe ich mir noch erbeten, dass das CO2 keine Auswirkungen auf Baum- und Pflanzenwelt hat. Das Erdreich ausgebessert habe ich im Gebet, um das Regenwasser besser zu filtern. Atomkraftwerke wurden weniger aufgrund des Gebets. So, das könnt ihr alles erreichen im Gebet. Den Dajjal, den Antichristen, habe ich hinwegnehmen lassen von Gott, dem himmlischen Vater, durchs Gebet. Dann gab es zwei ehemalige muslimische Planeten, die heute, der eine nennt sich Elohim-Planet und der andere Ashadonai-Planet sind.
sind gläubige Christen geworden. Dann wurde Mekka zum Glauben gebracht, nennt sich heute Elohi, indessen, dass ich Gott, dem himmlischen Vater, gebeten habe, dass sein alter Sohn Jesus vor 2 Jahren und ein paar Monaten herabgeflogen ist auf Mekka. Und ich habe gebeten, dass er den schwarzen Stein der Kaaba zerschmettert, zerschmeißt, zerbricht und dass er dann mit der Menge spricht, dass der Islam eine Täuschung ist. Und dann habe ich, das hat er auch getan, er hat den Stein zerschmissen. Und dann habe ich erbeten, dass Gott, der himmlische Vater, auch mit der Menge spricht. Und das hat er auch getan. Und hat ihm gesagt, dass Muhammad kein wahrer Prophet war. Und dann hat der Heilige Geist gewirkt und die ganzen Menschen, die dort anwesend waren, spürten den Heiligen Geist. So wurde Mekka zu einer Pilgerstätte des Christentums, zu Elohi, eingezeichnet in der Karte der UN. Krieg zwischen Amerikanern und Türken auf österreichischem Boden beendet, durchs Gebet. Lebewesen von 44 Arten im Himmelreich vom Kosmos ins Himmelreich emporheben lassen, wie Sasquatch, Miriburiana, Asgard, Fanfaren, Engelshafen, Apokryphen, Teletubbies, Wasserrutschenhorschis, Fugari, Tangerine, Perus, Pleschi, Gettereten, Tandaratime, Ganja, Anunnaki, Quentoriana, Gleptoriana, Splenger, Ravensburger, Talismane, Elemor Roosevelt, Seelenfliegern, volle Kannen und Ismaretis und Quanti. Die Tandaratime wurden von einem gewissen Markus emporgehoben lassen und der hat auch Verkühlungen weggebetet, erbeten. Ich habe auch Mujahideen zum Glauben gebracht, die mich in Geist und Seele besuchen wollten und mit mir rausfinden wollten, warum ich so viele Muslime zum Glauben gebracht habe. Dann habe ich mir von Gott, dem himmlischen Vater, gebeten, dass wir 500 Milliarden Euro auf jedes Bankkonto bekommen, in jeder Nation, in jeder Republik und in jedem Land, in jedem Staat, in jeder Währung. Und Gott, der himmlische Vater, hat 700 Milliarden Euro auf jedes Bankkonto gegeben. Dann gab es eine gewisse Dame, die hat gebeten, dass es 20 Billionen Euro werden auf die Kontos von allen Menschen überall. Und wenn sie jemanden nicht bekommen hat, hat das einen Grund. Gott, der himmlische Vater, hat das zu entscheiden. Ich danke euch fürs Zuhören. Es war mir eine Ehre. Gottes Segen, Frieden und Liebe und Gerechtigkeit wünscht euch Manuel Cello City. Und der Friede sei mit euch und mit eurem Geiste. Tschüss, Baba. Baba.